So, dann wünsche ich doch mal einen wunderschönen guten Tag in den Äther. Heute mit kleinem Delay, nachdem es zuletzt ja hier tatsächlich einen Bug gab. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder hier zusammen sind und diesmal auch mit dem entsprechenden Event, der schon überfällig ist, denn nämlich Algohandel mit dem Rainbow Expert Advisor EA und dem lieben Christoph an der Stelle. So, Erhard sagt Hallo. Pizza ist auch am Start, insofern. Alles wunderbar, dass ihr da seid. Ich will eine kurze Bestätigung nur noch haben, ob ihr das Bild seht, in dem Fall unsere Startseite und mich hört. Wenn ja, gebt es kurz ein Feedback. Ich sehe auch den Christoph schon im Loop. Insofern alles hier am Start. Sehr gut. Alles okay. Dann wollen wir auch keine Zeit verlieren, denn wie gesagt, wir sind überfällig, denn wir holen ja im Prinzip den Juni-Termin nach. Freue mich, dass Christoph ready to go ist und ich würde dann auch gleich mal das Mic freischalten, Christoph, damit wir auch hier über den großen Teich hinweg schon mal sicherstellen, dass dein Sound zu sehen ist und dann in kurzer Zeit nach kleinem Intro, das ich jetzt so gleich abschließen werde, gebe ich dir dann auch wieder komplett den Bildschirm rüber. Schau mal, ob dein Mikrofon aktiv ist, dann können wir auch gleich durchstarten. Sozusagen. So, passt. Das sieht alles gut aus. Gut. Die Stummschaltung ist freigeschaltet, Christoph. Es müsste eigentlich funktionieren, ansonsten wird es gleich funktionieren, wenn wir dir den Bildschirm rübergeben. Daran soll es jetzt auch nicht scheitern. Der Teilnehmer hat sich selber stumm geschaltet. Christoph, prüf das mal, weil du bist open. Jetzt sehe ich, der grüne Button ist von dir freigegeben. Christoph, Grüße nach North Carolina. Ja, hallo, schöne Grüße ins wunderschöne Deutschland, Österreich, Schweiz, von wo auch immer ihr euch einschaltet. Hallo Chris, hallo Sehr alle. gut, Christoph. Ich bin froh, dass wir auch mit einem kleinen Schockeffekt nach dem Motto haben wir heute schon wieder Startprobleme, jetzt durchstarten können. Christoph, schön, dass du fit bist, dass du da bist, dass du dich auch bereit erklärt hast, jetzt hier im Juli nochmal durchzustarten. Ich denke, wir wissen alle, worum es sich dreht. Insofern nur noch ein kleiner Hinweis, wie immer an der Stelle. Hier seht ihr unseren Protagonisten heute, den lieben Christoph, mich obendran. Und es ist das Thema Rainbow in den EA gepackt. Wenn Christoph heute hier live abfeuert oder auch Trading-Empfehlungen gibt, klarerweise niemals Handelsempfehlungen und passt, liebe Leute, darauf auf, dass wir hier natürlich mit Hebelmärkten agieren, Margen entsprechend hinterlegen, mit Summen arbeiten, die das Vielfache dessen, was wir eben hinterlegen, projizieren und deswegen immer Obacht geben und achtet auf euer Riskmanagement. Super, Christoph ist zu hören, Bild ist zu sehen. Ich habe es mehrfach hier bestätigt bekommen. Lieber Franz, hallo, Grüße Christian, Grüße Sabrina. Wir haben auch Damen hier am Start, wunderbar. Insofern würde ich sagen, Christoph, gebe ich dir den Bildschirm gleich mal rüber. Bist du bereit? Ich bin bereit, sehr gerne. Sehr gut, dann bin ich mal gespannt, was du mit diesem, dürfen wir es so nennen, Rainbow Deluxe EA sozusagen noch aufgelegt hast auf den letzten. Und dann sind wir mal gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Wenn es Fragen gibt, Christoph, wie hättest du es gern zwischendrin oder am Ende? Machen wir zwischenrein gerne, dann also so in Atempausen sozusagen. Wenn sich überhaupt Fragen ergeben, warten wir mal ab. Okay, dann Genau, jetzt bereit richtig. machen, Christoph. Ich schiebe dir den Bildschirm rüber. Okay. So. Super. Wie sieht's aus? Seht ihr Ich sehe dich am Laptop meine agierend aus Stuttgarter Zeiten, glaube ich. Stimme? Ja, so ist es, genau. Da warst du mit im Raum, als dieses, oder zumindest am gleichen Tag warst du da mit im Raum, als wir das Foto gemacht haben. Ja, aber ich sehe wahrscheinlich ein bisschen älter aus. Ich glaube, das Bild ist 4 Jahre alt, denke ich mal. Aber so im Großen und Ganzen passt es noch. Sehr gut, sehr gut. Also, Bild zu sehen, Ton zu hören, Christoph in Persona. Insofern bin ich mal gespannt, was du uns mitgebracht hast. Und wie gesagt, Teilnehmer, wenn es Fragen gibt, einfach reinstellen in den Chat. Ich begutachte das Ganze und wenn es keine Fragen gibt, dann lassen wir Christoph einfach abspulen. Jetzt haben wir ja gute 10 Minuten schon mit dem Delay verloren. Deswegen
Ran an den Speck und ich bin mal gespannt, was du Rainbow-technisch zu bieten hast. Du weißt ja, dass es auch eine Passion von mir ist, diese Art des Handels. Ja, absolut, genau. Dessen bin ich mir bewusst und deswegen freue ich mich da auch auf den Austausch mit dir, wenn du Kommentare hast oder so, Anregungen. Da bin ich sehr gespannt drauf auch. Gut. Ich hoffe, dass ihr mich hört. Ich kriege hier gerade die Meldung von der Webinarplattform, dass ich möglicherweise Probleme mit der Internetverbindung hätte. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen in Ordnung ist. Ich Und hatte vielleicht ganz kurz, Christoph, da war es jetzt so ja. tatsächlich, es hat kurz gehackelt bei einem Wording von dir jetzt gerade am Anfang, aber ansonsten durchgehend. Die Webinar-Software ist da sehr, sehr, sehr affin, was das angeht. Vielleicht war es nur eine kleine Interruption. Ah, Alles super. gut soweit. Wenn es Probleme gibt, lasse Okay. ich dich auf dem anderen Kanal wissen. Okay, alles klar. Perfekt. Dann fangen wir an. Also herzlich willkommen, ne, auch meinerseits. Ich bin Christoph Enslin. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich von vorherigen Webinaren oder von meinen Workshops oder wie auch immer. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin EA-Programmierer und eben der Gründer von der Mindful FX, eine Firma, die hauptsächlich EAs, also Auftragsprogrammierung in Sachen EAs durchführt. Machen wir seit ungefähr 10 Jahren und sind in der Zwischenzeit ein kleines Team, ein virtuelles Team von 4 Leuten, die quasi weltweit verstreut sind. Ich selber bin in den USA ansässig, obwohl ich natürlich, also was heißt natürlich, ich bin laut Staatsangehörigkeit deutsch und bin in der Nähe von Stuttgart in Esslingen aufgewachsen und habe auch Banklehre und Studium teils zumindest in Deutschland gemacht. Und meine Firma, die Mindful FX, die ist in Stuttgart ansässig. Aber dank des Internets ist es natürlich möglich, weltweit zu agieren. Das ist der Hammer und da bin ich jeden Tag dafür dankbar und dankbar auf der einen Seite, aber natürlich auch erstaunt und verwundert, was die Technik alles möglich macht. Gut, heute will ich euch hauptsächlich Dinge übers Rainbow Trading erzählen und wie man diese automatisiert, beziehungsweise die Vor- und Nachteile von solchen Automatisierungen. Legen wir gleich mal los mit, was Rainbow Trading eigentlich ist. Und zwar will ich das aus ein bisschen, viele von euch kennen das wahrscheinlich schon, aber ich will es aus ein bisschen anderen Blickwinkel betrachten. Und zwar aus meiner Sicht ist das Rainbow Trading wirklich super geeignet dafür, Marktphasen zu definieren. Ja, also in erster Linie geht es um Marktphasen. Und welche Marktphasen gibt es im Rainbow Trading? Es gibt eben den aufgefächerten Regenbogen, also wir schauen uns das gleich mal im Chart auch an. Es gibt den sogenannten Backspin. Der ist jetzt auch ganz neu im Prinzip in diesem Master-Workshop, in dem Master-EA dazugekommen. Ist aber keine Erfindung von mir, sondern das ist also der Fächer und der Backspin und Fullspin und Rotationspin und so weiter. Das sind alles so bestehende Terminologien, bestehende Marktphasen, Benennungen von Leuten, die das schon lange, lange vor mir, ja, sagen wir mal, beschrieben haben, erfunden bzw. beschrieben haben. Genau, und also gibt es den Backspin, das ist quasi eine Konsolidierung innerhalb des Trends mit der Hoffnung oder Erwartung, dass der Trend sich fortsetzt. Dann gibt es den Fullspin, also die volle Umdrehung sozusagen, das ist der Moment, wo der aufgefächerte Regenbogen im Prinzip komplett aufhört, wo man sagen kann, hier geht nichts mehr, der Trend ist vorbei und jetzt müssen wir erstmal abwarten und gucken, was der Kurs so macht. Und dann gibt es den Rotation Spin. Das ist dann einfach nur der Seitwärtstrend, in dem werden in der Regel beim Rainbow Trading selber, wenn es dann um Handelsansätze geht, wird in der Regel nicht gehandelt. Genau, also in den ersten beiden, also im Fächer, im aufgefächerten Regenbogen und im Backspin, da wird gehandelt und ab dem Fullspin und beim Rotation Spin werden quasi die Füße stillgehalten und wir warten bessere Zeiten, trendigere Zeiten ab.
Schauen wir uns das kurz mal im Chart an, was so diese Phasen, wie die genau aussehen. Ich habe jetzt hier mal so einen Regenbogen, so einen Rainbow aufgezeichnet. Hier am Beispiel Stundenchart im Dow Jones CFD. Und man sieht, das ist farbig einfach schön anzugucken, und damit natürlich auch ja gut sortiert. Es geht hier um eine schnellste Moving Average Linie, die nennt sich Fast Line in der Rainbow Trading Terminologie. Und es gibt am anderen Ende eine Center Line oder eine Baseline, Basislinie. Das ist der langsamste Moving Average aus diesem Fächer. Und zwischenrein in bestimmten Abständen, hier jetzt in diesem Beispiel in Viererabständen, also geht es vom MA4 in Viererabständen, MA8, MA12, MA16 und so weiter bis eben zum MA72. Und genau, und die sind farblich einfach jetzt so sortiert, dass sie wie ein Regenbogen aussehen. Aber eben, sie sehen nur dann wie ein Regenbogen aus, wenn diese MAs im Prinzip richtig in einer Trendphase aufgefächert sind. Wir sehen es hier, Kurs geht nach oben, Kurs geht auch schon eine Weile lang nach oben. Deswegen ist der schnellste MA über dem zweitschnellsten, der ist über dem drittschnellsten, der ist über dem viertschnellsten und so weiter. Der zweitlangsamste ist über dem langsamsten. Und das bedeutet einfach, sind wir aufgefächert, also haben wir einen klaren, in dem Fall jetzt Aufwärtstrend. Das Ganze gibt es natürlich auch im Abwärtstrend, dann ist es genau spiegelbildlich. Dann ist die Fastline eben ganz unten. Ich schaue mal, ob ich hier ein Beispiel gerade finde. Hier ist es, hier geht es, genau, hier vor, also Mitte Juni ging es im Prinzip Stück für Stück nach unten und somit gab es hier entsprechend die bärische Auffächerung, also klarer Trend nach unten. So, dann, wenn wir es gerade mal bei diesem Beispiel hier bleiben, oder ich gehe aktuell auf die aktuelle Phase zurück. Also wir sind jetzt quasi hier hätten wir eine Auffächerung und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt hier eine Kurskonsolidierung, ja? Also Kurs ist gestiegen und muss jetzt erstmal Luft holen, bis er den nächsten Schwung nach oben unternimmt. So, das Ganze nennt sich jetzt Backspin, also wie ein Rückwärtsdrall, weil quasi es so aussieht, als würden sich die schnellen, es geht immer um die Moving Average, es geht um den Regenbogen, der schnellste MA, der dreht sich ein bisschen zurück, während aber quasi der Trend selber noch in Ordnung ist. Also aus den lang- und mittelfristigen MAs, die zeigen weiterhin nach oben, die sind weiterhin gut sortiert, aber der schnellste, und jetzt ab hier dann auch irgendwann der zweitschnellste, ab hier auch der drittschnellste, da ist ein bisschen Chaos, da ist ein bisschen Wirrwarr, da geht es quasi ein bisschen zurück. Aber das bedeutet natürlich aus Price-Action-Gesichtspunkten noch lange nicht, dass der Trend vorbei ist. Ja, das ist halt einfach, hier wurde ein höheres Hoch gemacht und hier wurde jetzt ein höheres Tief im Vergleich zum letzten Swing gemacht. Also ist der Trend eigentlich noch in Ordnung und das zeigt uns im Prinzip, also in Kombination Price Action und eben dieser Backspin zeigt uns an, wir sind in der Konsolidierung. Hier gibt es eventuell sehr, sehr gute Marktchancen, sehr, sehr gute Einstiegschancen. Also nochmal zur Wiederholung, erste Marktphase ist der Fächer. Zweite Marktphase ist der Backspin. Und jetzt geht es wieder weiter. Es geht wieder ein Fächer auf. Der Fächer geht vollständig bullisch. Und jetzt kommen wir hier eigentlich wieder in den Backspin. Dieser Backspin hört aber nicht auf. Er flacht sich nicht ab wie hier, sondern er geht Stück für Stück weiter. Der Trend beendet sich spätestens hier. Spätestens diese Kerze hier, diese große erste lange Kerze also die US-Handelseröffnung von heute, da geht es steil nach unten und spätestens dann ist die rote Linie, der Moving Average 4, auch unterhalb der Basislinie. Ganz, ganz spätestens da, man kann das natürlich auch schon vorher definiert haben, dass man zum Beispiel sagt, der MA4, die Fastline, also
verendet schon einen Full Spin, also beendet den aktuellen Trend, wenn wir zum Beispiel 50% der anderen Regenbogen-MAs erreicht haben. Ja, hier haben wir vielleicht 1, 2, 3, 4 weitere erreicht von den 18, die hier auf dem Chart sind. Hier sind wir natürlich schon relativ schnell über der Mitte, 9 oder 10 oder dann spätestens hier 11, 12, 13. Diese 18 Moving Averages werden nach unten durchbrochen. Und das ist dann eben dieser Full Spin, das Ende des Trends. So, und dann gibt es Marktphasen, also haben wir jetzt die drei Phasen, also beziehungsweise dieser Full Spin ist eigentlich keine Marktphase, sondern es ist einfach nur ein Punkt, ein Zeitpunkt, zu dem einfach der Trend laut Rainbow beendet ist. So, und dann gibt es die sogenannte Phase des Rotation Spins. Da gibt es auch ein paar andere Namen dafür. Ich habe mich für Rotation Spin entschieden, weil mir andere Namen nicht ganz so gut gefallen haben, aber findet das vielleicht auch unter anderen Benennungen. Und das sieht man genau hier. Also wir kommen hier zum Beispiel aus einem Aufwärtstrend. Hier gab es einen Backspin, hier gab es einen Backspin, der setzt sich dann aber nicht fort. Und hier irgendwann ist dann der Fullspin verfügbar. Also quasi Trendphase ist beendet und jetzt kommt erstmal eine Abwartenphase. Ja, es könnte ja sein, dass sich das sofort in einen Abwärtstrend umwandelt. Sieht ja auch am Anfang fast so aus. Aber das wäre natürlich erst dann der Fall, wenn wirklich alle Rainbow MAs also wirklich komplett bärisch aufgefächert sind. Schafft er nicht ganz hier in dieser Chartphase, sondern er dreht sich wieder zurück. Ja, die Fast Line geht wieder nach oben, die Fast Line geht wieder nach unten. Und wenn man es entsprechend, wenn man so ein bisschen mit gutem Willen anschaut, dann sieht das so aus, als würde das sich quasi, als würde das Pirouetten drehen hier. Nennt's Pirouetten-Spin. Also es geht hier im Prinzip immer um die eigene Achse und es kann natürlich jetzt nicht nur 1, 2, 3 Tage lang dauern, wie hier jetzt in dem Beispiel, sondern das kann natürlich auch sehr, sehr lang dauern. Das kann Wochen oder Monate andauern, natürlich je nach Timeframe, je nach gewählten Timeframe. So, und in solchen Phasen lässt man am besten, insbesondere als trendfolgender Händler, die Finger vom Markt und das zumindest von diesem Markt, von diesem Symbol. Und das genau zeigt uns der Regenbogen. Das zeigt uns der Rainbow an. Hier gibt es einen Rotation Spin, Pirouetten Spin, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und da handeln wir einfach gar nicht. Genau. Das sind also sozusagen diese vier Hauptphasen, um die wir uns beim Rainbow Trading kümmern. Nochmal zur Wiederholung, die einzigen beiden Phasen, in denen wir handeln oder nach Einstiegsmöglichkeiten Ausschau halten, ist der aufgefächerte, also die vollständig aufgefächerte Situation und der Backspin. So, gehen wir, wo sind wir? Hier muss ich hin. Genau, gehen wir weiter im Text. Also, diese vier Phasen gibt es. So. Gehen wir zuerst mal hier in die Strategien rein, die es dann auf diese Marktphasen aufgebaut gibt. Also da kann man sich auch natürlich, also es gibt mannigfaltige Sachen, die man sich da ausdenken kann. Die Grundidee, die es in der sagen wir mal, schriftlichen Rainbow Trading Literatur zu finden gibt, insbesondere schaue ich mir gerne das Buch von Lars Gottwig an, Rainbow Trading. Wie heißt das nochmal? Das heißt, glaube ich, einfach nur Rainbow Trading. Und ja, genau, erfolgreich Trendbewegungen handeln. Und da geht es hauptsächlich erstmal nur um Kerzenformationen. Das ist quasi so die Basisstrategie, um Einstiegssignale zu finden im Regenbogen. Wir wissen, Kerzenformationen sind, also manche Untersuchungen sagen, sie sind signifikant, manche Untersuchungen sagen, sie sind nicht signifikant. Jetzt, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist voraussichtlich, es kommt darauf an. Und auf was kommt es an? Es kommt auf den Kontext an. Wenn ich jetzt hier in so einer
so einem Rotation Spin Phase, in so einem Seitwärtsmarkt, wenn es hier um, wenn jetzt hier nach Hammern oder Engulfing Signalen oder sowas Ausschau halte, dann haben die wahrscheinlich relativ wenig Aussagekraft, weil der Markt einfach im Moment zufällig vor sich hin plätschert. Aber in einer Trendphase oder in der Konsolidierungsphase eines Trends, da kann es doch ganz anders aussehen. Und darauf basiert eben diese Einstiegsmöglichkeit, diese Philosophie des Rainbow Tradings zu sagen, wir schauen uns Kerzenformationen an als Einstiegssignale, aber eben sehr, sehr kontextabhängig. So, schauen wir uns zum Beispiel hier mal in dieser jüngsten Aufwärtstrendphase an. Als Beispiele, also Standardstrategien werden Hammerkerzen verwendet und Engulfing-Kerzen. Kennt ihr vielleicht schon? Ich zeige sie euch einfach mal noch für diejenigen unter euch, die sich damit noch nicht wohlfühlen oder das im Prinzip noch nicht gut kennen. Also, was sind Hammerkerzen? Hammerkerzen sind solche Kerzen, die wirklich quasi wie ein Hammer aussehen. Ja, also sie, zum Beispiel diese Kerze hier. Also hier, ja, ich male sie mal hier an. Das ist eine sogenannte Hammerkerze. Warum? Weil es gibt einen Kopf, der eben relativ klein ist, aber er ist nicht nur ein Strich, wie bei einem Doji zum Beispiel, sondern es ist ein Kopf verfügbar. Es ist ein sehr, sehr kleiner Docht da und eine sehr, sehr lange Lunte. Und die sieht eben, diese Lunte, die sieht dann eben aus wie ein, wie der Griff eines Hammers. Ja, muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Das ist eine Hammerkerze und das ist, was ist jetzt, es geht natürlich jetzt nicht darum zu sagen, wir wollen Hammerkerzen handeln, weil wir gerne Hammerkerzen handeln wollen, sondern es geht darum, bei der Hammerkerze, was steckt da dahinter? Welcher Markt? Was ist da gerade am Markt passiert? Wir haben jetzt hier in dieser 1-Stunden-Kerze, je länger der Timeframe, desto signifikanter ist es natürlich die Aussagekraft, die so einer Kerze. Aber wir haben hier oben begonnen. Dann kamen die Bären und haben drauf gepoltert und versucht, den Kurs runterzubringen. Haben es auch gut geschafft. Aber ihr Erfolg war sehr, sehr kurzatmig. Und im Gegenzug kamen dann irgendwann die Bullen und haben Überhand gewonnen und haben es sogar geschafft, den Schlusskurs über den Eröffnungskurs zu bringen, was allerdings nicht die Signifikanz einer Hammerkerze ist, sondern der Schlusskurs war einfach sehr, sehr nahe am Höchstkurs und auch, genau, und der kann auch leicht unterhalb des Eröffnungskurses sein. Das ist im Prinzip egal. Das sieht man hier. Das ist auch eine schöne Hammerkerze. Und da folgt eben daraus so die Erwartung, zu sagen, okay, jetzt in jüngster Zeit waren die Bullen extrem stark. Und das im Zusammenhang mit einem bestehenden Aufwärtstrend kann man doch erwarten oder zumindest mal eine mit einer guten Wahrscheinlichkeit darauf setzen, dass die Marktbewegung sich fortsetzt. Und in dem Fall tut sie das auch, nimmt nochmal eine Kerze Pause, und dann geht es aber schwungvoll nach oben weiter. Das ist also der Hammer. Im Abwärtstrend ist der Hammer, geht es natürlich nicht um einen Hammer, sondern da geht es um einen inversen Hammer. Der wird auch in gewissen Kontexts Shooting Star genannt. Ich glaube, aber so wie er hier eingezeichnet ist, ist wahrscheinlich kein Shooting Star. Shooting Star wäre quasi, wenn er oben am Ende einer Aufwärtsbewegung käme. Jetzt ist hier quasi innerhalb eines Abwärtstrends kommt eine inverse Hammerkerze. Wir sehen es hier. Das ist ein sehr, sehr kleiner Kopf, aber sagen wir, können wir trotzdem noch unter dieser Definition laufen lassen. Hier sogar im Prinzip zwei Hammerkerzen in Folge, wobei hier der Docht, die Lunte dann relativ vielleicht ein bisschen zu groß war. Wo gibt es noch was hier? Das hier ist eine schöne, einigermaßen schöne inverse Hammerkerze. Die ist dann auch deswegen, also hier ist der EA, mit dem ich auch selber ja schon gehandelt habe, der Deluxe EA, der Rainbow Trading Deluxe EA, hat hier ein kleines rotes Pfeilchen eingezeichnet, weil ich eben
aufgrund dieser Kerze, nach Beendigung dieser Kerze auch hier short gegangen bin und dann Stop-Loss hier drüber gelegt hatte. Und das war in dem Fall auch wunderbar, wunderschön. Hier zuvor hat es nicht so gut funktioniert. Ist natürlich immer, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Ja, es funktioniert natürlich nicht immer, aber es funktioniert hoffentlich, sagen wir mal, mit 50-50 oder 55-45. Und in einem Gewinnfall habe ich dann noch hoffentlich mehr Gewinn im Schnitt, als ich durchschnittlich verliere. Und damit ist die Strategie unterm Strich in Ordnung. Also das ist inverser Hammer. Dann gehen wir gleich mal zum Engulfing weiter. Hier ist, also Engulfing heißt quasi eine Umschließung auf Deutsch. Und es geht quasi darum, dass es sind eine Zweikerzenformation. Es gibt eine Kerze A und eine Kerze B. Die Kerze B, also die zweite Kerze, muss die erste Kerze, die Kerze A, umschließen. Darum geht's. Ja, also wir haben hier ein höheres Hoch als vorher gehabt. Wir haben ein niedrigeres Tief, beziehungsweise ja, ein niedriges Tief gehabt. Und der Schlusskurs, und das ist das Wichtigste am Engulfing, der Schlusskurs bei einem bärischen Engulfing jetzt hier, der Schlusskurs ist tiefer als das Tief der Kerze A. Ja, das ist da quasi eine Umschließung. Auch das hat eine ganz, ganz ähnliche Aussage wie die Hammerkerze. Es ging erstmal nach oben und dann haben aber also die Bullen haben es versucht, nach oben auszubrechen. Das ist die Signifikanz hier. Der Höchstkurs der Kerze A wird überschritten, wenn auch nur ein bisschen. Ausbruch versucht, wird abgewiesen und dann geht es schlagartig nach unten. Das ist dann quasi die Bären haben jetzt erstmal Überhand gewonnen und die Erwartung ist, dass es dann wie gesagt, im Kontext des schon bestehenden Abwärtstrends, dass es dann auch noch weiter bergab geht. Und das ist dann jetzt hier auch natürlich auch textbuchmäßig so passiert. Wunderbar. Und dann gibt es das natürlich dann auch auf der bullischen Seite. Weiß jetzt nicht, ob ich schnell eins finde. Aber ich denke mal, ihr könnt euch das einfach umgedreht vorstellen. Da ist keiner. Das hier könnte eventuell ein Engulfing sein. Ich denke mal, der Tiefskurs ist 85,80, der war 86,30. Ja, das hier ist ein Engulfing. Also hier eine Abwärtskerze. Haben die Bären versucht, den Kurs weiter nach unten zu treiben, haben es nicht geschafft. Und anstelle dessen, im Kontext eines Aufwärtstrends, haben die Bullen wieder Überhand gewonnen und dadurch, ja, in der Folge ging es dann noch ein Stückchen weiter bergauf. Das sind jetzt so die zwei hauptsächlichen Kerzenformationen, um die es hier geht. Ich schreibe es ja mal mit dazu. Hammer und Engulfing. Genau. Und im Zusammenhang mit diesen Einstiegen kann man sich auch sehr gut überlegen, weil wir ja schon in einem Trend sind, im Gewinn liegende Positionen weiter auszubauen. Pyramidierungen oder Pyramidisierungen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und das ist eben im Prinzip eine gute Idee, ja, weil wir ja quasi den Nachweis haben, gerade nach einem, ja, insbesondere nach, sagen wir mal, wir wären hier eingestiegen am Ende dieser Kerze zum Engulfing, jetzt geht es so ein bisschen Stück weiter hoch und das ist ja quasi die Bestätigung, dass wir richtig liegen, dass der Markt aktuell noch weiter nach oben will. Also könnte man ja sagen, hier vergrößere ich meine Position. So handeln Profis und so handeln Amateure in der Regel nicht. Amateure handeln beim Nachkauf im Verlust und das verursacht meistens eben noch weitere Verluste. Langfristig sollte man eher sich mit Pyramidierungen anfreunden als mit Nachkäufen im Verlust, wenn man erfolgreich sein will. Und das ist eben in dieser Strategie genauso möglich, kann man hier verschieden definieren. Wir haben es zum Beispiel bei dem EA so definiert, das wäre jetzt in dem Fall, ich zeige es mal hier an dem Abwärtstrend nochmal. Hier waren wir bei einer inversen Hammerkerze nach einer inversen Hammerkerze eingestiegen und dann wurde ein vorheriges
ein vorheriger Tiefstand. Und dieser Tiefstand wurde hier mit diesem Fraktal hier definiert. Das ist nicht perfekt, das weiß ich, aber das ist, so ist es, war jetzt zum Beispiel eine der Definitionen, eine der möglichen Definitionen. Und bei Durchbruch dieses quasi Zwischentiefs, das ist jetzt kein Swing-Tief, deswegen bin ich hier auch nicht ganz mit happy damit, aber da komme ich nachher noch dazu. Bei Erreichen dieses Tiefs haben wir hier eine Pyramidisierung draufgesetzt. Ja, und sind nochmal die im Gewinn liegende Sell-Position haben wir hier vergrößert mit einem weiteren Sell-Deal. Der EA selber kann das vollständig automatisch und er kann zwischenzeitlich in der Master-Version eben nicht nur jetzt hier diese normalen Standardfraktale verwenden, sondern das ist jetzt neu und das wissen auch meine Master-Workshop-Teilnehmer noch nicht. Mit denen treffe ich mich aber ja heute Abend noch im Bonus-Workshop-Teil. Da gibt es quasi diese Überraschung. Statt nur dieses Standardfraktals zu handeln als Pyramidierungsschwelle gibt es einen Indikator, der da heißt True Fractals. Das ist dieser hier, True Fractals Bands Indicator. Der ist kostenlos im Web runterladbar. Und was macht der? Der macht im Prinzip ganz ähnliche Sachen wie der Fraktal, aber er filtert viele der, sagen wir mal, dieser Nicht-Swing-Hochs und Nicht-Swing-Tiefs filtert er heraus und nimmt wirklich nur also die echten Fraktale, die echten Swing-Tiefs und echten Swing-Hochs als Fraktal. Und damit wäre natürlich, und das hätte mir in dem Fall jetzt auch besser gefallen, rein technisch, hier wäre er hier in dieser Kerze, hätte er diese bestehende Position hier pyramidiert. Ja, weil dann erst hier das grüne kleine Fraktal, das True-Fraktal erreicht wurde. Jetzt in dem Fall hat es gut geklappt, weil hier kam eine starke Bewegung, auch schon nach diesem Fraktal, nach dem Bruch dieses Fraktals, alles gut. Aber es geht ja darum, eine saubere Technik zu handeln. Ja, nicht einfach nur mit Glück Gewinne oder Verluste zu machen. Und deswegen war das jetzt eine Weiterentwicklung vom Deluxe EA zum Master EA, die, denke ich, sehr, sehr sinnvoll ist, sehr, sehr vielversprechend, weil wirklich besser definierte Fraktale verwendet werden. Und als vorher. Genau. So, das sind im Prinzip die Pyramidierungsmöglichkeiten. Was gibt es noch zusätzlich an Einstiegsszenarien, an Signalmöglichkeiten? Es gibt Ausbrüche, es gibt Abstauber sozusagen und es gibt, man kann Indikatoren verwenden, noch weitere Indikatoren im Prinzip in diese einbinden, in diese Rainbow, in das Rainbow Trading System. Zeige ich jetzt auch Stück für Stück. Ausbrüche. Da will ich mal hier zu einem, ne, falsch, will ich hier zu einem aktuellen Beispiel zurückgehen. Na? So, gehen wir mal hier an unser aktuelles, an unser letzten möglichen Backspin hier zurück. Also, wir machen hier aufgefächert. Dann läuft die rote Linie im Prinzip in den Regenbogen rein, damit kommen wir auf eine Backspin-Situation und dann kommt hier irgendwann ein Ausbruch, ja? Die Fortsetzung dieses Backspins ist ja ein Ausbruch. Und hier können wir zum Beispiel definieren, wenn das Hoch der letzten drei Kerzen zum Beispiel oder der letzten einen Kerze oder der letzten zwei oder fünf Kerzen ganz nach Vorlieben, ganz nach entsprechenden Testergebnissen, wie ihr das wollt, kann man dann sich definieren, zu sagen, okay, wenn das drei Kerzen hoch zum Beispiel, das nehme ich jetzt mal als Beispiel, wenn das drei Kerzen hoch überschritten wird, nach einem Backspin in oder nach einem Backspin, dann steigen wir sofort in einen Deal ein. Und dieses drei Kerzen hoch ist jetzt, also hier, ich zeige es mal, um es vollständig zu sagen, wir sind hier im Fächer, dann gehen wir hier ganz, ganz kurz in den Backspin. Ja, dann wäre das jetzt quasi zuerst ein Level, das drei Kerzen hoch. Das wird dann hier durchbrochen und es gibt einen Deal
Wir sind hier dann auch wieder vollständig aufgefächert. Ja, die rote Linie ist wieder über der orangenen. Läuft dann aller Voraussicht nach innen Stop-Loss dieser Deal. Dann kommen wir aber wieder in Backspin. Und dieser Backspin wird, wir haben dann hier ein 3-Kerzen hoch, hier ist 3-Kerzen hoch. Ich mal das mal hier rein und ziehe es dann mit. Am Ende dieser Kerze sind wir natürlich hier oben noch im 3-Kerzen hoch. Am Ende dieser Kerze ist das hier das 3-Kerzen hoch und dann geht es hier runter. Und dann wird in dieser Kerze dann entsprechend dieses 3-Kerzen hoch gebrochen. Wir gehen in den Buy Deal rein und erfreuen uns dieser Bewegung nach oben. Je nach Chance-Risiko-Verhältnis, das wir wählen, 1 zu 1 zum Beispiel hätte auf jeden Fall gut funktioniert, vielleicht sogar 2 zu 1. Ja, 2 zu 1 könnte eventuell reingepasst haben. Und genau, das ist dann entsprechend eine Ausbruchsstrategie, die sich im Übrigen auch im Fächer anwenden lässt. Aber im Fächer, ja, passiert sie ja natürlich auf jedem, per Definition so gut wie immer. Das heißt, das muss man halt sich entscheiden, will man im Fächer handeln, will man im Backspin handeln, will man in beiden Situationen handeln, und entsprechend Einstellungen wählen, entsprechende Strategie sich festlegen und dann damit handeln. So, genau. Das ist der Ausbruch. Das geht natürlich spiegelbildlich auch nach unten. Das lasse ich jetzt mal der Kürze halber weg, damit wir hier fertig werden mit der Präsentation. Es gibt sogenannte Abstauber-Einstiege, die, ja, die, da geht es im Prinzip darum, wenn wir in einem also auch wieder ganz klar Fächer oder Backspin uns befinden, dass es dann einen ganz, ganz kurzen, ja, Intra-Kerzen-Retracement gibt, zum Beispiel an 50% der Rainbows oder auch 100%, dass wir, falls es da mal ein ganz, zum Beispiel im News-Trading vielleicht, falls es da mal einen ganz kurzen Schwenker nach unten gibt, dass wir da Buy Low, Sell High uns im Prinzip sehr, sehr gut zu einem vergleichsweise guten Einstiegspreis, ja, einsteigen können. In dem Fall wäre es natürlich nicht, also nur sagen wir nur Halbtrend folgend. Also der Trend ist ja quasi noch definiert und dann wollen wir über einen Abstauber in den Trend reinkommen. K-Wert ist natürlich ganz klar, wenn der Kurs hier weit runter geht, an die Baseline zum Beispiel, dann ist natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass der Trend gebrochen ist. Und deswegen können wir diesen Abstauber, dieses Abstauber-Limit sozusagen filtern, dass wir nur dann in diesen Abstauber einsteigen, wenn jetzt diese Kerze zum Beispiel bis hier nach unten gegangen wäre, wenn damit das Swing Low, das letzte Swing Low nicht gebrochen wurde. Ja, und das Swing Low können wir wieder über Fraktale bzw. über die True Fraktale definieren. Wir sehen es hier unten. Hier ist das Fraktal. Hier, wenn hier der Kurs nach unten gegangen wäre noch, dann hätten wir hier eine Einstiegsmöglichkeit gehabt, weil diese Linie, die Centerline, noch schon über dem letzten Swing-Tief hier war. Ja? Ist je nach Vorliebe, manche Trader mögen solche Einstiege, manche Trader mögen es überhaupt nicht. Muss man sich im Prinzip selber bewusst werden mit den Risiken, weil es ja auch ein steiler Abschluss, wie zum Beispiel jetzt im Moment sein könnte, ja. Hier, wenn wir an so einer Stelle noch einsteigen wollen, dann wären wir wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich aus dem Fraktalgesichtspunkt wären wir nicht eingestiegen. Wenn wir aber den True-Fraktal gewählt hätten als Swing-Tief-Indikator, der wäre hier nur gewesen, dann wären wir hier noch eingestiegen. Und die Bewegung nach oben wäre eben nicht gekommen. Oder auch hier kommt es natürlich wieder darauf an, Chance-Risiko-Verhältnis. An so einer Stelle sollten wir natürlich nicht die Stop-Loss aus einer Kerzenanzahl wählen, also sagen wir, das Tief der letzten 10 Kerzen oder 3 Kerzen, sondern eher so sagen, hier an der Stelle gehe ich rein, vielleicht mit ein oder zwei Average True Ranges, also durchschnittlichen Kerzengrößen, als
als Risiko, als Stop-Loss. Und dann könnte es natürlich sein, dass so ein kleiner Bounce hier nach oben, weil hier gab es auch nochmal einen Bounce hier, dass der vielleicht ausreicht, um einen Take-Profit zu erreichen. Allerdings, ja, mit entsprechender Vorsicht zu genießen, aber das ist eine mögliche Einstiegsstrategie. Eine weitere Einstiegsstrategie ist, sind dann Indikatoren zu verwenden. Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier als Beispiel den RSI. Ich nehme den immer ganz gerne in einer sehr kurzen Periodik, hier jetzt, drei Perioden zum Beispiel, dass wir hier zum Beispiel in so einer Phase, in so einer Backspin-Phase einsteigen, wenn der RSI aus einer unteren Extremzone, die natürlich definierbar ist, wieder herauskommt nach oben. Jetzt hier in dem Fall geht es jetzt über die 30. Ich wähle immer ganz, ganz 70, 30. Kann man natürlich auch anders wählen. Dass dann in dem Moment, das ist glaube ich zum Ende dieser Kerze, würde dann eingestiegen werden in diesen, ja, in diesen Aufwärtstrend, der ja sich quasi schon vorher etabliert hat und es sich einfach im Moment gerade nur etabliert. Also konsolidiert, Entschuldigung, konsolidiert. Genau, und dann mit entsprechendem Stop-Loss, vielleicht hier unter dieses Tief, vier, fünf Kerzen tief zum Beispiel, dass man da den Stop-Loss setzt und dann an dieser Aufwärtsbewegung noch teilhaben kann. Falls man hier kurzfristig ausgestoppt würde, dann gäbe es jetzt hier an dieser Stelle nochmal die Chance. Hier geht es nochmal runter unter die 30 und dann, diese Kerze ist dann eigentlich schon zu, ja, die ist natürlich sehr, sehr stark. Da kann man noch einsteigen, muss man aber nicht, weil es entsprechend sein kann, dass die zu stark gestiegen ist. Der bei dem EA als Ausstiegsstrategie, jetzt zum Beispiel insbesondere, wenn man den RSI als Einstieg wählt, dann kann man auch den RSI als Ausstieg wählen, ne? Dass man zum Beispiel sagt, hier ab über 70 gehe ich dann wieder raus. Wenn dann aber jetzt hier in einer Kerze der Kurs von unter 30 auf über 70 geht, dann kann man natürlich diese Ausstiegsvariante nicht mehr wählen, ja, weil er dann der Kurs der RSI schon über 70 ist. So, ob jetzt RSI oder Stochastik oder MACD oder was auch immer an Indikatoren, an Oszillatoren da zum Beispiel verwendet werden will, das kann sich im Prinzip jeder raussuchen. Wir haben uns für bei dem EA jetzt kommen wir im Prinzip zum EA selber, für den RSI erstmal entschieden. Und ich handle ganz gerne mit dem RSI, ich nehme den ganz insbesondere gerne für Ausstiege. Und zumindest bei trend-konträren Strategien nehme ich den gerne gerade mit Periode 3 als Ausstiegskriterium, um quasi schnell rauszukommen aus einem Deal, relativ schnell. Genau, und hat natürlich genauso seine Eigenheiten wie jetzt ein Stochastik oder so. Und entsprechend mit seinen Vor- und Nachteilen. Jetzt das Wunderschöne an dieser ganzen Regenbogenstrategie ist, sie ist ganz klar definiert. Man kann ganz klar sagen, hier und da, hier liegt ein Fächer vor, da liegt ein Backspin vor, hier geht der Backspin in den Fullspin über. Und jetzt sind wir, ja, gerade zum Beispiel hier in dieser Phase, jetzt sind wir gerade im Niemandsland. Also hier handeln wir aktuell eben noch nicht. Einfach ganz, ganz klar, ganz, ganz eindeutige Regeln. Und sobald Regeln ganz eindeutig sind, eignen sie sich natürlich auch zur Automatisierung. Und da kommen wir jetzt ganz entsprechend zu dem EA, zu dem Master EA jetzt hier, dem MFX Rainbow Trading. Also MFX ist kurz für Mindful FX, für mein Firmenname. Und dann eben Rainbow Trading Master. Master deswegen, weil es gab schon eine Basisvariante, es gab eine Deluxe-Variante und diese Master-Variante, die kann jetzt eben sehr, sehr viel. Die ist entsprechend auch ein bisschen komplexer und auch sicherlich nicht für jeden geeignet, weil sie entsprechend weil man einfach mehr Einstellungsmöglichkeiten hat und die ja, könnten den einen oder anderen, insbesondere einen Anfänger, eventuell verwirren. Deswegen, das ist auf jeden Fall eher ein Tool, ein Werkzeug für Fortgeschrittene. Zeige ich euch mal kurz, was der jetzt alles im Detail einstellbar macht. Also ganz klar, natürlich der Rainbow
kann man einstellen, was die Fastline ist, also der MA4, in welchen Periodenschritten, 4, 8, 12, also Viererschritten gehen wir hoch und wie viele MAs nutzen wir, in welchem Timeframe zeichnen wir den Regenbogen, welche MA-Methode nutzen wir, welche MA-Preisreihe wenden wir an. Im Prinzip, das ist die Definition des Regenbogens. Und dann können wir hier einstellen, ob wir traden wollen im Fächer. Ja, also true für ja, false für nein. Ob wir im Backspin handeln wollen und ob wir jeweils nur maximal einen Deal pro Fächer machen wollen oder auch pro Backspin oder eben mehrere Deals pro Fächer oder Backspin. Das ist deswegen wichtig, weil gerade in so einer Situation, wir laufen hier in den Backspin rein, hier könnte es mehrere Signale geben, bevor sich der Backspin in einen Fullspin aufgelöst hat. Und dann kämen wir hier vielleicht zwei, drei, vier Deals, würden wir machen. Hier ist eine Hammerkerze, zum Beispiel hier ist eine Hammerkerze. Ich sehe jetzt kein Engulfing drin, aber hier gibt es ein RSI-Signal zum Beispiel, wenn wir es nutzen, oder vielleicht auch einen Ausbruch. Ein Abstauber gibt es auf jeden Fall. Wenn wir dann hier mehrere Deals zulassen würden, dann könnte es sein, dass wir in so einer kurzen Phase von, sagen wir mal, 6 bis 8 Stunden sehr, sehr viel, also vielleicht 3 oder 4 Stop-Loss-Deals haben. Und das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, pro Backspin zum Beispiel eben nur einen Deal zuzulassen. Aber es ist einstellbar, ob ja oder nein. Also im Prinzip auch wieder den Vorlieben des Traders überlassen. Der Prozentsatz, der Regenbogen kann hier eingegeben werden, ab wann der Backspin als aufgelöst gilt, also ab wann wir quasi uns in einem Fullspin befinden. 40% ist jetzt hier voreingestellt. Wenn wir 100 einstellen würden, also 100%, dann müsste die rote Linie ganz unter die hier lilane Linie, die Centerline-Linie fallen, hier zum Schluss dieser Kerze, dass der Backspin als aufgelöst angenommen wird. Ja, es ist natürlich, ich denke, es ist eher, also im Backspin zu handeln, bis er sich komplett in den Fullspin aufgelöst hat, ist wahrscheinlich nicht sehr ratsam. Deswegen eher ratsam, vielleicht das ein Drittel oder ein Viertel oder die Hälfte der MAs durchschritten worden sein müssen. Deswegen auch hier die 40% jetzt mal. Also 40% der MAs müssen von der Fastline durchschritten worden sein, damit der Backspin als aufgelöst und der Fullspin im Prinzip als eingeläutet gilt. Und damit der Einstieg, also Einstiege können dann nicht mehr passieren durch den EA. Wir können dann hier einstellen, ob wir die Hammer-Signale verwenden wollen, mit entsprechenden Verhältnissen, Lunte zu Docht, Mindestverhältnis, Range zu Körper, Mindestverhältnis, auch die Mindestrange in Punkten und den Mindestkörper in Punkten. Und ob wir die Körperrichtung, also ob wir eine grüne oder einen grünen oder einen roten oder hier einen weißen oder einen schwarzen Hammerkörper, als Kerzenkörper haben. Ich schalte in der Regel den Körperrichtung beachten auf False, weil sie meiner Meinung nach nicht sehr signifikant ist. Und also insbesondere wenn der Körper eben sehr, sehr klein ist, dann ist die Körperfarbe eher zufällig. Das zeigen auch meine Backtests und also Untersuchungen der Historie, dass das eben gerade bei Hammerkerzen oder inversen Hammerkerzen eben relativ irrelevant ist, ob wir eine grüne oder eine rote Kerzenfarbe haben. Sieht natürlich ganz anders aus beim Engulfing. Das können wir auch hier ein- und ausschalten. Hier muss natürlich die B-Kerze, die Kerze B, in Richtung der Trend, also den Körper in Richtung der Trendrichtung haben, ist ganz klar. Wir können hier auch striktere Engulfing-Situationen eingeben, dass zum Beispiel der Öffnungskurs der B-Kerze auch außerhalb der Gesamtrange der Kerze A sein muss. Das kommt natürlich in der Regel nur also von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche vor, wenn wir entsprechende mehrstündige Handelspause haben. Also zum Beispiel Aktien im Börsenhandel.
Genau, also Engulfing kann ein- und ausgeschaltet werden als Signalgeber, dann eben dieser Hoch-Tief-Ausbruch. Ja, das wird zum Beispiel das drei Kerzen hoch nach oben durchbrechen müssen in einem Backspin, um handeln zu können, mit einem kleinen Puffer in Punkten eingebbar. Der Abstauber ist mit True oder False auswählbar. Dann entsprechend, bei welchem Prozentsatz der Linien, der MA-Linien kann eingestellt werden und die, ja, welcher Fraktalindikator verwendet werden soll, ob es der standardmäßige sein soll, diese grauen Dreieckchen, oder ob es der Custom-Indikator, der True Fractals Bands Indikator sein soll. Und für den kann man dann auch die HL, die High-Low-Perioden noch einstellen. Den RSI kann man aktivieren oder deaktivieren als Signalgeber, auch als Exit-Signalgeber und entsprechend einstellbar, ne? Periode, welcher Timeframe benutzt werden soll, welche Preisreihe, ob Close Price oder Open Price oder wie auch immer, welche Preisreihe, Datenreihe zu den RSI berechnen soll und natürlich die obere und die untere Ebene. Dann können wir die Fraktalverwendung einstellen für jetzt einerseits als Filter und andererseits eben wie vorher schon erwähnt als Pyramidierungspunkt. Ja, wenn sie auf True eingestellt ist, dann können wir hier auswählen, ob wir es zur Pyramidierung oder als Exit auch wählen können. Zum Beispiel wenn der Pyramidierungspunkt erreicht würde, dass wir da nicht einsteigen mit einer weiteren Pyramide, sondern dass wir da aussteigen mit der Hauptposition. Das kann hier eben auch als weitere Exit-Strategie verwendet werden. Wir können auch übrigens einstellen, dann aus welchem Timeframe der Fraktal berechnet wird. Ne, weil es kann, also ich mache, was ich ganz gern mache, ich handle im H1-Chart, nehme aber den D1-Fraktal, um quasi als Filter, als Handelsfilter und Pyramidierungspunkt, weil der natürlich deutlich signifikanter ist als ein H1-Fraktal. So, dann kommen wir zum Money- und Deal-Management, also das Thema Risikomanagement, das muss natürlich ganz klar geregelt sein. Lot-Size können wir entweder fix einstellen oder wenn Auto-Lot-Size true eingestellt ist, aus dem Stop-Loss-Abstand, der automatisch ermittelt wird, und einem Einsatz, zum Beispiel ein halbes Prozent vom Equity wollen wir einsetzen, das ist hier einstellbar. Wie viele Deals maximal gleichzeitig möglich sein sollen und die mindestprozentfreie Margin, die nach einer Dealeröffnung noch da sein soll, das ist auch gegeben. Hier im Deal-Management, gehe ich jetzt noch ganz kurz durch. Das sind im Prinzip Standardsachen. Stop-Loss können wir einstellen, ob der aus Kerzen, aus einem ATR-Multiplikator oder das größere oder das kleinere von beiden, also quasi aus beidem, berechnet werden sollen. Da ist jeweils ein Puffer eingebbar in Punkten. Wir haben einen Take-Profit, der eingebbar ist. Der ist als Chance-Risiko-Verhältnis, also als Faktor vom automatisch ermittelten Stop-Loss eingebbar. Wir haben Trailing Stop, entweder aus Punkten oder aus Kerzen, Break-Even, wir haben ein Partial Close, also eine Teilschließung, die hier übrigens auch, also hier könnte man einen automatischen Teil Close, Gewinnpunkte eingeben, oder dann kann man auch hier weiter mit diesem Button hier, der erscheint, kann man Teilschließungen auch manuell dann durchführen. Wir haben das ganze Thema Zeit- und Kalendermanagement auch integriert jetzt zwischenzeitlich. Also in Intraday können wir die Sessions noch einschränken, Start- und Endzeit. Und wir können auch bestimmte Tage oder Monate blockieren, oder Wochentage. Ja, zum Beispiel, wo wollen wir nicht handeln im März, im November und Dezember? Oder wir wollen nicht handeln an einem monatlich am 24., 25., 26., 27. oder 30. Warum auch immer. Ja, das ist ja einstellbar. Oder wir wollen nicht an Montagen handeln. Deswegen hier blockiert 1. Das ist im Prinzip der EA. Und die Vor- und Nachteile, darauf wollte ich jetzt im Prinzip noch eingehen. Vor- und Nachteile, im Prinzip liegen sie auf der Hand. Aber also die Vorteile sind, wir können uns auf eine Strategie, die uns gefällt, die uns zusagt, eben absolut gut festlegen und die wird einwandfrei, mathematisch sauber und vom Timing her perfekt
Also perfekt, sagen wir mal, innerhalb von 1, 2, 3 Sekunden Toleranz ausgeführt. Damit können wir natürlich sehr, sehr gut, ja, einfach wirklich gutes Strategiemanagement machen. Die Nachteile sind diejenigen, sind die, dass sich die Märkte ständig verändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Strategie verwenden, die uns jetzt gerade für zum Beispiel im H1-Chart hat die uns ein Jahr lang gute Dienste geleistet. Jetzt fliegt irgendwie sich irgendein Gebäude in die Luft oder es kommt eine Pandemie wird geheilt oder es kommt ein Wundermedikament auf den Markt, wie auch immer. Dann verändert sich plötzlich der Markt komplett. Oder zum Beispiel 2008 gab es natürlich einerseits die Finanzkrise, die große Finanzkrise, aber seit ungefähr 2008 ist auch das ganze Thema High-Frequency-Trading vorhanden. Das hat die Marktmuster nochmal komplett verändert. Also im Vergleich zuvor, vor diesem quasi Meilenstein der Hedgefonds- und Investmentbank-Techniken, Technologien. Also es gibt immer wieder solche epochalen ja, Wendepunkte, wo sich natürlich Muster verändern. Je höher mein Timeframe ist, auf dem ich handle, H1 ist schon, sagen wir mal, ist ein mittellanger Timeframe, aber wenn ich zum Beispiel auf dem D1-Chart handle, bin ich vor solchen Veränderungen eher gefeit, als wenn ich auf H1 oder auf einem M5-Chart handle. Weil sich da natürlich, gerade mit M5 oder im M1-Bereich, verändern sich natürlich ständig die Märkte, ja, weil es kommen natürlich ganz andere, also der Markt, dieses Marktrauschen, diese Reaktionen auf Nachrichten, die kommen natürlich, mal, ja, die verändern sich natürlich, sagen wir mal, vielleicht von Tag zu Tag, auf jeden Fall von Woche zu Woche, ja, und damit muss man da sehr aufpassen, dass man sich nicht auf eine Strategie für immer verschreibt, insbesondere eben in mittel- und kurzfristigen Timeframes, sondern muss immer überwachen. Also der Job des Traders verändert sich von quasi einem Strategieuntersucher und Analytiker, sagen wir, vom Ausführer einer Strategie hin zum Analytiker einer Strategie. Also man muss quasi jetzt nicht mehr entscheiden, wann kaufe ich, wann verkaufe ich, sondern man muss jetzt untersuchen und ständig neu entscheiden, will ich diese Strategie, für die ich mich mal entschieden habe, noch handeln oder nicht? Und wenn nein, mit welcher Strategie will ich weiter handeln oder mache ich eine Pause, wie auch immer, weil die Märkte vielleicht gerade verrückt spielen? Das sind quasi die Vor- und Nachteile. Also Vorteile, ganz klar, perfekte Ausführung, keinerlei Emotionen mehr innerhalb des Trade Managements, aber natürlich Nachteile. Der Nachteil, man soll sich nicht der Illusion hingeben, dass es die eierlegende Wollmilchsau ist und eine Gelddruckmaschine obendrauf. Das ist es, das ist ein AEA niemals. Es ist ein Werkzeug wie eine Bohrmaschine oder selbst ein Staubsaugerroboter. Staubsaugerroboter ist vielleicht der bessere Vergleich, weil der macht auch sehr, sehr viele Dinge von alleine. Aber wenn ihm eine Tür plötzlich zuschlägt, weil ein Wind Zugluft durchgeht, dann findet er plötzlich sein Ladegerät nicht mehr und wie auch immer oder setzt sich in der Ecke fest, wie auch immer. Da ist quasi auch, kann zwar mal eine Weile lang alleine gelassen werden, aber er muss trotzdem ein- und ausgeschaltet werden. Ja, also zumindest eingeschaltet werden. Wenn er seine Ladestation findet, dann geht er ja auch, hört er zumindest selber auf. Aber genau, das sind so die wichtigen Punkte, die man beim EA-Handeln immer, immer wissen muss. Genau, das habe ich jetzt, wollte ich jetzt hier noch sagen. Die anderen Tipps, die lasse ich jetzt mal weg, weil wir jetzt schon über der Zeit sind. Da hätte ich sozusagen ein paar mehr Sachen auf Petto. Was ich euch jetzt aber anbiete, und das ist mein kleines Schmankerl, ich glaube, ich biete euch diesen EA jetzt erstmal nicht zum Kauf an, weil es den auch noch gar nicht gibt zum Kauf. Sondern den wird es erst im Laufe des Julis geben. Was ich aber machen werde, und das mache ich eigentlich niemals, also das habe ich bisher erst ganz, ganz selten gemacht, dass ich den EA als Testversion zur Verfügung stelle, der dann auf Demokonten
Genau, auf Demokonten und im Strategietester von euch verwendet werden kann für eine gewisse Zeit lang. Das will ich euch zur Verfügung stellen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr auf mindfulfx.de/rainbowtest gehen. Ich stelle es mal kurz in den Chat rein, mit der Bitte an den lieben, wo habe ich denn? Ach, hier, Chat, genau. An den lieben Chris, die diesen Link dann eben entsprechend an alle weiter zu chatten. Also wie gesagt, da könnt ihr den EA euch runterladen oder bestellen. Ich schicke ihn euch dann zu, sobald die Testversion fertig ist. Das wird wahrscheinlich im Laufe, sagen wir, der Woche, spätestens Anfang nächster Woche der Fall sein. Hier einfach ein bisschen runterscrollen, eure E-Mail-Adresse angeben. ce@mindfulfx.de, das ist meine. Könnt ihr mir auch gerne E-Mails mit Fragen schreiben, vor oder nach dem Download. Dann müsst ihr, das reicht im Prinzip, wenn ihr nur den Master als Testversion haben wollt, einfach nur hier. Wenn ihr aber Updates wollt, Workshops, Angebote, Sonderangebote, Trading-Ergebnisse, die ich ab und zu veröffentliche, die von meinen eigenen Echtgeldverwendungen oder auch Testergebnisse, dann klickt hier bitte auf Wanted, die Update-Infos, und wenn ihr zusätzlich auf meine Freitagsmails euch abonnieren wollt, dann macht ihr hier noch das Häkchen rein und dann könnt ihr hier auf Bestellen klicken. Dann kriegt ihr eine E-Mail und die müsst ihr nur einmal bestätigen, E-Mail-Adresse bestätigen und dann, genau, bekommt ihr in ein paar Tagen die Testversion des Rainbow Trading Master EAs zugeschickt. Sodele. Liebe Leute, wir sind durch, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Das sind wir schon fast gewohnt. Aber genau, danke Chris, du hast den Link weiter gepostet. Gibt es denn irgendwelche Fragen, liebe Leute? So, erstmal vielen Dank, Christoph. Ich musste im Prinzip ja gar nicht intervenieren und dir nur lauschen. Witzig waren die Thematiken, wenn ich das mal einfügen darf, mit, wie heißt es gerade, Pirouetten schlagender Rainbow, sozusagen die neuen Ja. Begrifflichkeiten, die du hier entwickelt hast, muss ich sagen, die sind mir so noch gar nicht untergekommen. Aber ich finde es sehr spannend. Du musst wissen, ich hatte auch vor langer Zeit auch einen Rainbow entwickelt, dass du hier sozusagen die positive Pyramidisierung, übrigens Pyramidierung ist ein witziges Wort als solches, die Pyramidisierung hätte ich gedacht, damit hast einbauen können. Das ist nämlich ganz, sage ich mal, effizient und auch genau der Sinn des Rainbows, dass man eben auch hier natürlich, wie viele es machen, nicht eben negativ pyramidisiert, sondern in einen Trend positiv. Finde ich klasse, dass du das da eingebaut hast und auch die Fastline, die zu einer gewissen prozentualen Art hier den Rainbow crossed, hochinteressant. Und du weißt, Christoph, wir sind erst am Beginn einer weiteren Rainbow. Kooperation, will ich mal sagen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, deine Deluxe-Variante. Und das Feedback, was ich hier im Chat lese, ist auch positiv durch die Reihe weg. Und auch, dass du jetzt, sage ich mal, doch schon fast erstmals den EA zu Testzwecken zur Verfügung stellst, ist auf jeden Fall prima. Was ich hier sehe, die Sabrina sagt, dass sie auch die Variante zum Fraktalindikator vorgeschlagen hat. Vielleicht war das eine Kundin von dir, Ja, die dann mit dir das entwickelt genau. Die hat. war, die Sabrina war mit, Sabrina war mit im Workshop dabei. Da bin ich natürlich auch sehr dankbar. Sie hat diesen True Fractals Indikator mit eingebracht und den, ja, nach näherer Betrachtung empfand ich den als wirklich Bereicherung im Vergleich zum Standardfraktal. Deswegen ist sie da jetzt mit drin. Danke, Super, also wie Sabrina. gesagt, Sabrina, wie gesagt, ich habe es mir fast denken können, dass du da schon mit Christoph Kontaktpunkte hattest. Also wusste es nur nicht einzuordnen, aber super, in jedem Fall auch gut. Und du hast auch richtig beschrieben, dass der Rainbow keine eierlegende Wollmilchsau ist, mit Verlaub, sondern eben hier auch ein funktionales Mittel, um eben Trends klar zu definieren. Und wie du auch schon richtig dargestellt hast, die Candlestick-Lehre ist da so eine Facette von vielen anderen Möglichkeiten. Wir hatten ja auch schon die Heike-Naschi-Programmierung, die sich damit in den Einklang bringen lässt und. Da muss auch jeder so ein Stück weit seinen eigenen Weg finden. Aber die Kombination dessen, was du da bislang entwickelt hast, wirklich Hut ab, gefällt mir sehr gut. Fragen haben wir nur einige wenige, die ich jetzt mal kurz durchroute, weil wir sind ein Stück weit über der Zeit, klarerweise. Dahingehend, Christoph, sollten wir uns vielleicht mal überlegen, dass wir nochmal einen Workshop auflegen, wo wir direkt mal sagen, das Ganze geht jetzt mal 1,5 Stunden. Eben auch für Einsteiger vielleicht fortgeschritten und dann wieder Pros, aber das bietest du ja in deinen eigenen Kursen ohnehin an. Aber jetzt vielleicht an dem Punkt die Fragen, und zwar: Ist dieser EA für MT5 oder MT4?
Der ja ist aktuell für MT4. Im Laufe des Jahres kommt noch eine MT5-Variante auf den Markt. Aber aktuell ist es für den MT4 verfügbar. Sehr spannend, weil die Frage kam zugegebenermaßen jetzt viermal in den Chat. Also das ist wirklich hochinteressant. Also die Frage hast du beantwortet. MT5 ist im Loop. 4 ist eben verfügbar, wenn ihr den über die entsprechende E-Mail-Registration, die ich hier reingeschickt habe, da anfordert. Sabrina und Co. können dann sozusagen da auch diese Version gern anfordern und testen. Eine Aufzeichnung ist im Loop, lieber Ottmar. Das ist auf jeden Fall auch geplant, nochmal im Nachgang, dass wir das ja an die Webinar-Teilnehmer schicken. Machen wir nicht immer, aber gerade in solchen Regelfällen, wo auch Christoph den Zuschauern sozusagen einen USP anbietet, nach dem Motto, hier könnt ihr das Ganze mal mit erforschen und mit erkunden, ist es mir fast schon eine Pflicht, das auch zu tun. Das heißt, das wird wahrscheinlich morgen durch den Äther laufen, die Aufzeichnung mit Link auch zu diesem, sag ich mal, Test. Christoph, das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Wie lange läuft der Super, Test? Ist danke. das eine bestimmte Phase? Ja, den mache ich, den Test EA werde ich für, ich sag mal, wie lange soll man es machen? Einen Monat? Ja, also Machen wir den ich hätte testbar? das. Du hast es nämlich, glaube ich, nicht gesagt. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich es überhört habe oder ob du es gar nicht gesagt hast. Aber in der Regel ist so eine Testphase immer 14 Tage oder 28, also eben 2 Wochen oder 4 Wochen. Obliegt natürlich deiner Passion, was du da jetzt vorhast. Aber das sollte man noch mitkommunizieren. Dann würde ich das nämlich auch so in die E-Mail reinschreiben, wenn die dann rausgeht, dass es, ich sage jetzt mal beispielsweise bis zum 5. August oder bis zum 7. August oder bis zum 8.8. vielleicht ganz kurios zu gestalten. Achter, 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 das gefällt mir. Machen wir den achten, achten. Zum Beispiel, super Idee, dann schreibe ich das nämlich auch in den Mailer so rein und lassen wir uns mal überraschen, was da sozusagen noch im Nachgang kommt an Fragen. Ich will aber auf jeden Fall sagen, es hat mir sehr gut gefallen, Christoph. Wir sind ja, wie auch schon angekündigt, im Austausch zu weiteren Rainbow-Aktivitäten, dass du da auf der EA-Ebene da fort, sage ich mal, Fortschritte mehr und mehr erzielst, von dem Einsteiger bis Deluxe und jetzt der Master-Variante. Wie gesagt, vielleicht kriegst du auch mal meinen alten Algo, den du einfach mal ein bisschen upgraden darfst. Da darfst du auch, hättest du bestimmt auch deinen Spaß dran rumzuspielen. In jedem Falle ist es so, da will ich vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten, die hier reinkam. Welche Währungspaare oder Indizes sind denn besonders bewährt? Vielleicht, lieber Michael, das ist genau der Sinn und Zweck des Rainbows und des Timeframes, dass du praktisch nur starke Trends suchst und da den Rainbow aufsetzt. Eben mit so einem Backspin, wo dann praktisch der Rücklauf des Preises in den Rainbow erfolgt, oder aber wenn du eben siehst, dass der Rainbow nicht aufgefächert ist, also nicht separiert klare Trends aufweist, dann klickt man diesen Chart gleich weg. Und das ist egal, ob das der Euro-Dollar ist, der US-Dollar-Yen, der Stundenchart oder der Tageschart oder eben auch der DAX. Hier geht es darum, dass in der Zeitzone, wo du handelst, wobei, Christoph, da kommst du auch nochmal ins Spiel, dass du mit der fraktalen Struktur ja auch so ein Multi-Time-Frame eingebaut hast. Wo ich auch sage, sehr, sehr durchdacht und gut, dass man sozusagen da auch die höhere Timeframe mit berücksichtigt. Aber der Rainbow selber, Michael, der ist jetzt nicht auf ein bestimmtes Asset bezogen, sondern vielmehr auf die Trendbewegung eines Assets. Und das könnten theoretisch auch Sojabohnen sein oder eben das gute alte Holz. Letztlich alles, was Preis-Action aufweist und sich im Chart darstellen lässt, kann mit dem Rainbow visualisiert werden. Und wenn man da eben einen starken Trend sieht in Form der Farbgestaltung und Auffächerung des Rainbows, dann ist es hier lohnenswert, diesen Trend zu reiten. Und das kann man im Prinzip dann eben diskretionär manuell tun oder idealerweise mit einer Algo-Unterstützung, wie uns heute Christoph gezeigt hat. Ich hoffe, Michael, ich konnte dich da abholen. Hast du da noch was zu ergänzen, Christoph, oder bist du da auf meiner Seite? Da bin ich vollständig auf deiner Seite. Vielleicht eine ganz kleine Ergänzung wäre meinerseits, dass also ich kriege immer mal wieder die Frage, was ist der EA profitabel? Da kann ich ganz, 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 ganz klar sagen, es kommt drauf an. Und zwar wirklich auf den Trader, wie er das verwendet, und natürlich auf das Asset, auf den Timeframe. Und natürlich dann ganz bestimmt auf all die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Der eine will vielleicht Ausbrüche handeln, der andere will vielleicht zum Beispiel RSI-Signale handeln, oder der eine will im Fächer handeln und der andere will wirklich nur im Backspin handeln, oder noch ein anderer will alles handeln. Und da gibt es einfach so viele Freiheitsgrade. Also jetzt unabhängig vom EA, die Strategie kann ja so unterschiedlich gestaltet werden, dass sie wirklich dem eigenen Vorlieben und natürlich dem eigenen Risiko, der eigenen Risikoverträglichkeit voll reinpassen. Und deswegen kann ich nicht allgemein sagen, dieser EA ist profitabel,
oder er ist nicht profitabel, sondern es kommt einfach drauf an. Und deswegen auch dafür natürlich auch diese Testzeit, diese Testvariante, damit ihr wirklich schauen könnt, also, gibt es da irgendwo eine Einstellung, die mir gut passt? Es gibt im MetaTrader 4 und nachher dann auch im MetaTrader 5 gibt es ja hier diesen Strategietester auch, wo man Backtests laufen lassen kann. Dafür ist natürlich der EA, der kann hier natürlich genauso reingeladen werden in diesen Strategietester und dann kann man sich verschiedene Zeiträume, verschiedene Perioden, verschiedene Timeframes, verschiedene Symbole und natürlich ganz wichtig, ganz verschiedene, unterschiedliche Einstellungskombinationen ausprobieren und sehen, was passt mir da vom Ergebnis, von der Performance-Erwartung, na, wie heißt es, Drawdown, den ich vertragen muss bei so einer Einstellung. Also da kann ich, darf ich auch gar keine ja, Finanzberatung machen, sondern das ist im Prinzip, das ist die eigentliche Aufgabe des Traders. Ja, das war doch mal ein Schlusswort an der Stelle, würde ich sagen, lieber Christoph. Fragen gibt es soweit nicht mehr. Ich denke, jeder ist hier an der Stelle abgeholt worden. Wir hatten ja dieser Tage Super. wirklich die Probleme mit den, sage ich mal, Zeitpunkten, Start der Webinar-Software und dergleichen. Das haben wir ja heute weggewischt und insofern würde ich sagen, dem widmen wir uns dann in Super. Bälde nochmal mit einem nächsten Thema rund um den Rainbow. Beziehungsweise wir werden sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten nochmal einen neuen Workshop, weiteren Workshop auflegen, sei es wieder ein NFP-Trading oder sei es komplett Einsteiger-Workshop in Sachen ja, Programmierung. Da schließen wir uns ja auch zeitnah nochmal kurz, lieber Christoph. Fragen sind, wie gesagt, soweit keine. Ich hoffe, Michael konnte dir bzw. Christoph dir auch die Frage beantworten im Rahmen dessen, wie man den Rainbow nun wo einsetzt. Ich werde wahrscheinlich auch im August, September nochmal einen Workshop zum diskretionären Ansatz machen, aber dann unter Umständen auch auf die dann wohl abgeschlossene Version von dir hinweisen, Christoph, sodass wir da schon erste Synergien bilden. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Christoph, auch für deine Zeit. Ich schicke mal einen Gruß nach Übersee. Dir und deiner Familie auf jeden Fall viele, viele Grüße. Schön, dass du heute dabei warst. Und ich würde sagen, wir tauschen uns weiter aus und dann könnten wir eigentlich so langsam den Saft abdrehen. Alles klar, machen wir so. Auch von mir, also erstmal vielen Dank für die Grüße, Chris, und natürlich vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart heute und das Interesse an dem Rainbow Trading habt und am EA jetzt ganz speziell. Alles Gute, beste Trading-Erfolge. Euer Christoph von MindFlippix. Jawohl, herzlichen Dank und allen noch einen wunderschönen Mittwochabend und wer Fußball mag, ein wunderschönes Fußballspiel. Lasst es euch gut gehen. Auf bald und beste Grüße.